Wenn man hier oben sitzt, ist es wie nach Hause kommen. Die Diskussion fand ich sehr bereichernd. Also das, was mich am meisten beeindruckt hat, und das ist vielleicht auch in meinem Vortrag, und das merkt man ja dann erst, wenn man wieder zuhört und sitzt, vielleicht zu kurz gekommen. Ich glaube, Monsieur Bellini hat es gesagt, ohne Verkauf funktioniert das Geschäft nicht. Ich weiß nicht, das war hier oben für mich die Kernaussage. Und was nützt der Einkauf, wenn ich am Ende den Kunden nicht zufriedenstelle? Und ich glaube, das ist etwas, was wir für uns heute mitnehmen, dass wir sagen, die Fokussierung muss auf dem Kunden liegen und die Prozesse müssen auch am Kunden ausgerichtet sein. Und hier fiel auch der Begriff Amazon. Und das, glaube ich, ist zumindest im DIY-Geschäft die große Angriffsfläche. Weil im DIY-Geschäft ist ja jeder Artikel heute über Amazon beziehbar. Im Fachhandel, im Baustoff-, Holz- und Fliesenhandel ist es ja etwas anderes. Da haben Sie Service, da haben Sie Transport bei Gebäuden auf die Etage. Also wenn Sie heute, bei uns ist es üblich, dass Sie heute einen Service für den Trockenbauunternehmer so anbieten, dass das Material so in den Baukörper transportiert wird, also die hochspezialisierten Händler machen das, dass der Monteur nur noch montieren muss und nicht mehr den Transport auf der Baustelle organisiert, weil das ist für ihn kein wertschöpfender Prozess. Also ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen dem DIY-Bereich und dem Fachhandel, weil der Fachhandel denkt aus dem Fachunternehmer heraus und versucht zu antizipieren, wie der Unternehmer am Ende am besten seinen Prozess gestalten kann. Avete domande? Approfittate, volete chiedere qualcosa? Prego, prego. Io volevo chiedere al collega il tema del passaggio generazionale, quello che quindi loro stanno lavorando come formazione. È a questo punto, come dire, a regime, una macchina che va avanti bene, e qual è stata, diciamo, la difficoltà maggiore per inserire questo tipo di modalità di formazione per creare dei multipoint gestiti dopo il passaggio generazionale? Ich habe keine Übersetzung im Moment. Ich kann das. Io non so come funzioni. Okay. Jetzt funktioniert es wieder. Sorry, kannst du es nochmal wiederholen? In qualche modo funziona. Please repeat. Adesso mi senti? Yes. No, hai parlato nella tua presentazione del passaggio generazionale e di come ci sia proprio una divisione che Hagebau ha messo in piedi per crearlo. Da quello che ho capito funziona bene, adesso è diciamo a regime. Quali sono state le difficoltà iniziali per inserire un programma che sembra così evoluto? Vielen Dank. Eine wirklich gute Frage. Wir machen keine Schulungen. Wir haben für uns die Expertise. Wir haben die 350 Gesellschafter bei uns natürlich auch in den Unterlagen. Da gibt es eine Historie. Und wir schauen natürlich auf die Finanzen. Jedes Gesellschafterunternehmen muss seine Bilanz bei uns einreichen bis zu einem Stichtag. Und wir raten seine wirtschaftliche Performance. Und wir schauen am Ende auch auf die Altersstruktur in der Geschäftsführung und in der Inhaberschaft. Und bei 55 haben wir diese Unternehmen etwas enger in der Optik und gehen dann, wenn die Nachfolge dort nicht erkennbar ist oder vielleicht sind Kinder im Umfeld, aber noch nicht im Unternehmen aktiv, dann gehen wir proaktiv, sprechen wir diese Unternehmen an und versuchen, mit denen in diesen Prozess zu kommen. Am Ende sind das selbstständige Unternehmer. Wir können denen nicht vorschreiben, zu sagen, mach es so. Wir können nur begleiten. Und oftmals ist ja
der Verkauf eines Unternehmens, die Hilflosigkeit, dass ich keine Lösung für mein Unternehmen finde, weil ich mich gerne zurückziehen möchte als Unternehmer. Aber da gibt es eben halt auch andere Unternehmensformen, zu sagen, man sendet ein Fremdmanagement ein, man gründet einen Beirat, man hat eine Stiftung. Also es sind ja viele Möglichkeiten, um ein Unternehmen im weitesten Sinne im Familienverbund zu halten. Nur der Verkauf ist ja, ich hätte jetzt gesagt, das ist ja die letzte Alternative, die dann zur Verfügung steht. Aber wir versuchen eben halt sehr proaktiv und am Ende, um das mit meinen Worten zu sagen, sind das immer sehr wertschöpfende Gespräche. Weil wenn man dann versucht zu moderieren zwischen den Eltern und den Kindern, wenn es mehrere Kinder sind, und ich bin jetzt selber Vater zweier Kinder, schon erwachsen, aber ich würde immer sagen, man ist zuerst immer Vater und dann Unternehmer. Und das, glaube ich, ist es wichtig, dass man das versucht, auch in seinem Prozess irgendwie zu integrieren. Nur so hat man am Ende auch eine Chance, dieses Thema hinzubringen. Und was ich eigentlich mitnehme, und dann bin ich auch durch, viele Unternehmer sind oder Unternehmerinnen sind aus der Situation heraus, dass die Kinder versuchen, den Unternehmensprozess in der Übergabe so zu gestalten, dass sie sagen, meine Kinder müssen das machen, obwohl die vielleicht gar nicht wollen oder die Fähigkeiten. Wir haben auch Fälle, und dann bin ich jetzt wirklich durch, wir haben auch Fälle, da machen die Kinder das, die Eltern sterben und ich überzeichne jetzt ganz bewusst, eine Woche später haben sie einen Notartermin. Qualcuno vuole chiedere qualcosa? Sì. Domanda? Sì. Entrare nel tecnico per capire delle differenze che ci sono tra la gestione, tra un mercato evoluto, che è proprio un tema di, secondo me, educazione del mercato sostanzialmente. Noi veniamo dalla crisi della Lehman Brothers, no? che ha citato precedentemente, che ha cambiato molto il mercato italiano con riferimento alla gestione del credito. In Italia, non per spaventarla, ma prima della Lehman Brothers, i pagamenti erano a 150 giorni nei confronti di certi clienti. Io li vedevo, iniziato nel 2012-2013, c'erano delle eredità sostanzialmente, e tutt'oggi vediamo delle situazioni di questo tipo. Quindi con riferimento a quella che è la gestione del credito, qual è il pagamento medio e soprattutto a livello proprio formativo per noi italiani, se un cliente non paga una ricevuta bancaria, il giorno dopo gli consegnate il materiale? Altra domanda con riferimento sempre a capitale circolante, tema rimanenze. Io ho fatto il venditore dopo l'università, ho fatto la gavetta, mi lanciavo nei cantieri. Chiaramente ho imparato che prima di andare in cantiere dovevo verificare se il cliente fosse solvibile, che sembra un dettaglio da poco, ma ho preso degli insulti perché mi hai scaricato il camion eternedile 10 anni fa, e quindi chiaramente c'è un tema. E facevo i preventivi, prendevo del materiale, ordinavano del materiale non a stock, quindi non in pronta consegna, quindi materiale ordinato appositamente, che ne so, può essere un materiale rinforzo sismico particolare della MAPEI, faccio un esempio a caso, e il cliente paga anticipatamente e soprattutto ha la possibilità di rendere quel materiale, perché quello che succedeva è il cliente ti dice ho bisogno di 100 metri quadri e alla fine ne veniva a ritirare 80, e voi non avete idea di quante, o meglio, immagino che tutti abbiano un'idea di questo tipo di situazione, è un tema educativo del mercato, è chiaro che se tutti agiscono per il bene del mercato e quindi educano la clientela in questo senso, il mercato può evolvere. Ultima domanda, tre, scusatemi, che faccio rimbalzo Zanutta, quant'è la quota della produzione verso il cliente diretto e quanto passa dalla distribuzione? Okay, die durchschnittlichen Zahlungsziele im Fachhandel, also Baustoff-, Holz- und Fliesenhandel, zu dem Fachunternehmer liegen etwa, ich würde mal sagen, zwischen, ich muss anders anfangen. Die Zahlungsziele der Hagebau, also das, wann wir unsere Lieferanten bezahlen, belaufen sich auf etwa, je nach, das ist ja lieferantengenau immer verhandelt. Es gibt keine standardisierte Zahlungszielvereinbarung. Im Schnitt liegen wir irgendwo bei 28, 30 Tagen. Und das ist auch das Zahlungsziel, was wir an unsere Gesellschafter weitergeben. Wie der Gesellschafter jetzt zu seinem Fachunternehmer arbeitet, das ist etwas, was er für sich selber in seiner Verantwortung hat.
Wir wissen heute, dass viele Fachhändler ihre Fachunternehmer, also Dachdecker, Trockenbauer, Maler etc., Tiefbauer, Hochbauer, kreditversichert haben. Und dieses Kreditversicherungslimit ist auch das Ende der Lieferkette. Wenn jetzt jemand mit 100.000 oder 150.000 Euro versichert ist und er steht schon bei 150.000, dann wird erst wieder geliefert, wenn er bezahlt. Und das Risiko, wenn die Baustelle steht, liegt nicht beim Händler, sondern beim Fachunternehmer. Insofern ist natürlich der Fachhändler in einem hohen Maße daran interessiert, in einem unmittelbaren Austausch mit seinem Kunden zu treten und nach Möglichkeit das zur Verfügung stehende, von der Versicherung bereitgestellte Kreditlimit auch mit Produkten und Sortimenten zu belegen, die für den Fachhändler eine hohe Wertschöpfung garantieren. Also es gibt Produkte, die haben eine sehr, sehr geringe Marge. Das sind meistens Produkte wie Zuschlagstoffe, Zement, Kalksandsteine etc. Die sind nicht so ertragsintensiv wie jetzt meinetwegen aus Handelssicht der Bereich Dämmstoffe, Gipskarton, hohe Abdichtungen, Fliesenprodukte, keramische Produkte, Klebezusatzstoffe. Die haben eine andere Wertschöpfung und jeder Händler versucht natürlich dann auch die Wertschöpfung reinzubringen. Ist aber auch sehr baustellenabhängig. Und dieses Versicherungsthema ist etwas, was... Also es gibt ganz wenige Händler, die ohne eine Versicherung arbeiten und damit ist das Risiko der Insolvenz eines Fachunternehmers auch, ich will nicht, ausgeschlossen ist es nicht. Ich denke, dass wir in den nächsten Jahren auch wieder mit mehr Insolvenzen zu kämpfen haben. Ma si, si fermano al limite? Genau. Genau. Es ist natürlich im Risiko des Händlers. Er kann natürlich weiter liefern, aber wenn er dann weiter liefert, ist das, was er reingeliefert hat, nicht mehr kreditversichert. Und nochmal das Thema Lehman-Krise angesprochen. Die Lehman-Krise war für uns, für die Branche, ein Booster, weil eben halt viele Investoren nicht mehr auf Aktien gesetzt haben, sondern am Ende auch auf die Immobilienprodukte. Ist zwar von der Verzinsung her weniger spekulativ, aber relativ konstant. Okay. Prego, prego. Ho visto la slide con i 5-6 poli logistici. Quindi lei ci ha raccontato, insomma, di questo sito di import e poi anche di distribuzione territoriale da nord a sud. Ci può spiegare un pochino più nel dettaglio il funzionamento di questi poli logistici, che tipo di materiali ci sono, fin dove e lo di chilometraggio riescono a distribuire, a chi distribuiscono? Grazie. Vielen Dank. Wenn Sie die Folie nochmal sich vor Augen führen, war ja in Walsrode das echte Zentrallager, was dann die anderen Lagerstandorte bedient. Die Lagerstandorte bedienen ausschließlich unsere Gesellschafter, keine Endkunden, keine Fachunternehmer, keine Endverbraucher, nur unsere Standorte, Baumarkt und Baustoffhandlung, also Holz, Baustoffe, Fliese. Die Sortimente, die dort eingelagert werden, sind für den DIY-Bereich große Vororderaktivitäten, wie zum Beispiel Holz im Garten, also Terrassenhäuser, Holzhäuser. Im Fachhandel haben wir aus jeder Region eine Arbeitsgruppe von Gesellschaftern, die sich mit dem Sortimentsmix beschäftigt, weil wir natürlich auch nur das einlagern, was nach Möglichkeit am Ende auch abgenommen wird. Also wir gehen jetzt nicht in Soltau in die Dunkelkammer und sagen, jetzt lagern wir das, das und das ein, sondern das ist immer ein Dialog mit den Gesellschaftern. Also es geht nur gemeinsam, weil am Ende muss ja auch die Warenströme müssen auch zuverlässig sein und die IT-Struktur ist so aufgebaut, dass jeder Gesellschafter sehen kann, welches Sortiment liegt an welchem Lager, in welchem Bestand und wenn dann im Grunde genommen die Ware reserviert wird, dann reduziert sich der Bestand und die Anlieferstruktur ist so, dass wir bis zu
Das ist umsatzabhängig. Es gibt Gesellschafter, die sind im hohen sechsstelligen oder unteren siebenstelligen Bereich. Die werden 2 bis 3 Mal die Woche angeliefert und ansonsten auch gerne nur 1 Mal die Woche. Altre domande? Come ci vede? Volevo chiederle quello che è il titolo della. Come ci vedete, come vede le vendite dell'edilizia in Italia, all'estero? Come lo vede? Mega spannend. Also, die Gespräche, die ich. Also, sehr interessant, sehr spannend. Und ich finde, dass. Eine unheimlich tolle Veranstaltung, das muss ich wirklich sagen. Ich bin ja völlig unvoreingenommen, weil ich einfach jetzt auch nicht mit einem gewissen Eindruck oder sondern ich wollte die Veranstaltung auf mich wirken lassen. Also mir bringt das sehr, sehr viel Spaß, mit Ihnen zu diskutieren. Und ich glaube, dass man auch eine Menge voneinander lernen kann. Und wir auch möglicherweise viele Gemeinsamkeiten haben, weil am Ende, glaube ich, kommt es ja darauf an. Entscheidend ist ja, wer hat den Kunden. Und ich glaube, die Produkte sind austauschbar. Und es ist auch möglicherweise ein bisschen kapitalabhängig, weil es natürlich ein kapitalintensives Unterfangen ist. Aber am Ende kommt es doch darauf an, dass man überlegt, wie kommt das Transport, wie kommt das Produkt zur Baustelle, zum Fachunternehmer und welchen Service kann ich um das Produkt heraus entwickeln für mich als Händler, damit ich dann am Ende vielleicht ein Stück weit mehr Wertschöpfung generiere, als wenn ich nur von A nach B liefere. Und ich versuche das an einem Beispiel zu bringen. Ich habe, bevor ich 1999 zur Hagebau gekommen bin, lange Zeit bei einem inhabergeführten, sehr großen Baustoffhändler in Berlin gearbeitet. Das war damals die Firma Capella Baustoffe. Und wir hatten zum damaligen Zeitpunkt einen Marktanteil bei Knauf, was das Thema Gipskarton angeht, in Berlin von rund 40-45%. Und am Ende haben wir immer wieder den Druckpunkt gehabt, zu sagen, welchen Service bieten wir um dieses Produkt herum. Und Berlin zu dem Zeitpunkt war urban, war Aufbruch, war Dynamik. Also es war Anfang der 90er. So, und wir haben damit begonnen, dann um das Produkt herum Serviceleistungen zu entwickeln. Das heißt, ein Trockenbauunternehmer hat jetzt die Aufgabe, eine Etage mit Trockenbauwänden zu bedienen. Und dann haben wir gesagt, es ist ja, und er kriegt jetzt einen Preis X. Dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, wie entwickeln wir eigentlich einen größeren Vorteil für den Fachunternehmer, wenn wir ihm schon die Materialien nach dem Bauplan an den Ort der Verwendung transportieren. Das heißt also, montags morgens kommen die Monteure zur Baustelle, dann war sonntags abends, wurde das Material vertragen mit einem Schrägaufzug in die Etage, dann wurde je nach Bauplan die Platten, die Dämmstoffe, die Profile, Klebebänder, Spachtelmassen zur Verfügung gestellt, dass eigentlich der Monteur wie ein Formel-1-Monteur die Reifen nicht wechselt, sondern die Platte nimmt, ansetzt und montiert. Damit war der Fachunternehmer sofort in der Wertschöpfung und hat keine kostbare Zeit seiner Monteure verbracht, um am Ende das Produkt in die Etage zu bringen. Dafür hat er deutlich mehr für den Plattenpreis bezahlt, aber am Ende hat es sich für beide gerechnet. Das, muss ich sagen, ist kein Selbstläufer gewesen, sondern man braucht unendlich viele kommunikative Gespräche, weil oftmals der nackte Produktpreis in den Fokus gerät und er aber seine gesamte Betriebswirtschaft als Fachunternehmer weniger betrachtet. Und das kann man für viele Themen machen. Das kann man für den Fliesenleger machen, das kann man für den Trockenbau machen, das kann man für den Maler machen und am Ende auch für den Dachdecker. Also ich glaube, entscheidend ist ja heute, dass die Arbeitsstunde des Fachunternehmers mittlerweile so transparent ist, dass man eigentlich versuchen muss, so viel Wertschöpfung wie möglich für den Fachunternehmer zu produzieren als vorgelagerten Service. Okay. Thank you very much for your speech. Grazie a tutti. Andiamo avanti. Grazie a tutti i partecipanti.